Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute dreht sich alles rund ums Thema Zähneknirschen. Und da das so viele Menschen betrifft und somit höchstwahrscheinlich auch dich, bleib dran. Ja, ich erzähle erstmal ein bisschen was zu den Ursachen des Zähneknirschens, dann erzähle ich was zu den Folgen, was für Folgen hat das Zähneknirschen in eurem Körper und schließlich, wie kann man das Ganze therapieren, also wen nur die Therapie interessiert, der kann auch also wen das Ganze vorher, die Ursachen, die Folgen nicht interessieren, wer sowieso weiß, ich knirsch mit den Zähnen, ich will jetzt nur wissen, wie es loswerde, der kann jetzt auch. Was sind denn nun eigentlich die Ursachen vom Zähneknirschen? Die wohl häufigste Ursache ist Stress. Beziehungsweise irgendwelche Probleme, irgendwas, was einen sehr belastet, was man aushalten muss, wo man entweder sagen kann, Augen zu und durch, oder eben auch, ich muss die Zähne zusammenbeißen. Also solche Situationen im Leben führen oft zum Zähneknirschen, dass man wirklich zusammenpresst und den Druck irgendwie abbaut. Also der Körper möchte diesen Stress, diesen Druck, diese innere Unruhe loswerden und presst und knirscht mit den Zähnen. Das ist eine der häufigsten Ursachen. Eine weitere wichtige Ursache ist, dass wir heutzutage oder in der heutigen Zeit unseren Mund kaum noch richtig weit aufmachen. Also unser Essen ist immer schon in schön kleine Häppchen geschnitten. Wir müssen beim Essen den Mund nicht weit aufmachen. Viele reden auch nur noch mit ganz geschlossenem Mund und öffnen den Mund auch beim Reden nicht mehr so weit. Also ihr merkt, der Mund oder die Mundöffnung wird heutzutage gar nicht mehr richtig benutzt. Es ist selten mal, dass wir vielleicht nochmal einen großen Apfel beißen und den Mund so richtig weit aufreißen, aber eigentlich ist die Mundöffnung durchgängig sehr klein, was eben einfach bewirkt, dass sich die Muskeln, ja, verkürzen, dass sie nicht mehr gebraucht werden und für eine große Mundöffnung nicht mehr geeignet sind. Eine dritte Ursache, was auch sein kann, ist, dass weiter unten im Körper Probleme sind, weiter unten Verspannungen oder Verklebung der Faszien, Probleme in anderen Gelenken weiter unten. Das Kiefergelenk ist das höchste Gelenk unseres Körpers und Probleme von weiter unten im Körper können sich hochstauen sozusagen und durch den ganzen Körper ziehen und sich eben auch auf das Kiefergelenk auswirken. Und eine weitere Ursache, was auch sein kann, ist, dass die Zähne nicht richtig zusammenpassen. Das ist äußerst selten der Fall, aber es kann eben auch vorkommen. Zum Beispiel, wenn ihr eine neue Füllung bekommen habt oder eine neue Krone bekommen habt und die ein bisschen zu hoch ist, dann habt ihr da einen sogenannten Frühkontakt. Also ihr kommt an einer Stelle auf dieser Füllung oder dieser Krone zu früh auf und das passt nicht zum gesamten Gebiss, das mögen die Kiefergelenke nicht, die sind dieser Stellung des Zusammenbisses, der Zähne aufeinander nicht gewohnt und der Körper möchte das beseitigen sozusagen. Das ist wie wenn ihr Himbeeren esst und ihr kriegt so einen ganz kleinen Himbeerkorn zwischen eure Zähne, also in die Kauffläche, wo es einfach stecken bleibt. Und dann steckt das da und ihr werdet das nicht los und es nervt euch. Und ihr seid die ganze Zeit dabei und wollt diesen Korn zwischen euren Zähnen loswerden. Und ja, malt auf den Zähnen drauf rum, in der Hoffnung, er könne sich lösen und würde verschwinden, dass ihr wieder normal zusammenbeißen könnt. Und ähnlich ist das eben auch, wenn ihr einen sogenannten Frühkontakt habt, dass die Zähne nicht richtig zusammenpassen und dass ihr permanent am Knirschen seid, um diese Stelle einfach loszuwerden, weil es nicht in euren gesamten, in euer gesamtes System passt. Das kann eben auch ein Fall sein. Also es gibt so verschiedene Ursachen. Sollte in jedem Fall mal abgeklärt werden, was, wenn ihr knirscht, auf euch speziell zutrifft, was der Grund ist. Wenn es jetzt ein Frühkontakt ist, kann man ihn ganz einfach beseitigen. Damit sind wir schon gleich bei der Therapie. Nämlich indem man ihn einfach einschleift und insofern sollte einfach abgeklärt werden, warum ihr knirscht. Was sind denn eigentlich die Folgen vom Knirschen? Warum ist das Knirschen so gefährlich und so schlimm für euch? Eine der häufigsten Folgen sind sogenannte Abrasionen, also dass die Zähne heruntergeknirscht werden durch das permanente Aufeinanderscheuern.
ja, wird zuerst der Schmelz runtergeknirscht und später eben auch die darunterliegende Zahnsubstanz, also das Dentin. Ich zeige euch das mal eben an Oscar. Also, wenn Oscar jetzt mit den Zähnen knirscht, also er bewegt seinen Unterkiefer hin und her und knirscht auf den Zähnen rum, dann sind die häufigsten Stellen, wo es zu diesen, ja, Abrasionen kommt, also wo die Zähne runtergeknirscht werden, die Schneidekanten der Schneidezähne oder die Kauflächen bei den Backenzähnen, also die Flächen oben auf. Ganz besonders sieht man es am Eckzahn, meistens zumindest. Das hängt ganz davon ab, wie eure Zahnführung ist. Also manche Menschen knirschen hauptsächlich über die Eckzähne, weil die bei der Seitwärtsbewegung führen. Manche knirschen über, auch mit dem Eckzahn zusammen, auch über die Backenzähne, also über mehrere Zähne. Und je nachdem, wo am meisten geknirscht wird, ja, sieht man dann eben die Abrasionen an den Zähnen und sieht, wo es runtergeknirscht wird. Besonders, ja, bei den Schneidezähnen sieht es extrem hässlich aus, weil da sieht man es einfach am meisten, wenn ihr euren Mund öffnet. Das heißt, in dem Moment, wo der Schmelz runtergeknirscht ist, sieht man das dunkle Dentin. Und Dentin ist einfach von der Farbe her gelb im Vergleich zum Schmelz, der heller ist als das Dentin. Und dann habt ihr also in der Mitte von den Schneideflächen dieses dunkle Dentin. Und das sieht einfach nicht schön aus. Und es ist halt einfach auch nicht gut für die Zähne. Zu den Folgen kommen wir dann gleich noch. Was kann noch passieren? Durch diese Seitwärtsbewegung kriegen die Zähne Druck. Also mal angenommen, ihr knirscht nur über den Eckzahn, das ist jetzt als Beispiel mal leichter. Dann wird hier Druck auf den Eckzahn ausgeübt. Ja, an der Schneidekante knirscht ihr rüber. Druck von innen gegen den oberen Eckzahn. Und was passiert? Am Zahnhals des Eckzahns springt der Schmelz ab. Also nach und nach verliert ihr Schmelzsubstanz am Zahnhals und es entstehen sogenannte keilförmige Defekte. Das sieht erstens nicht schön aus, zweitens ist es extrem empfindlich und ihr verliert einfach gesunde Zahnsubstanz durch das Knirschen, durch diesen Druck. Das ist wie so ein Hebeleffekt. Druck an der Zahnspitze bewirkt, dass am Zahnhals der Schmelz, ja, wegspringt sozusagen. Was passiert dadurch noch? In dem Moment, wo sich Druck ausübt, geht der Druck ja nicht nur auf den Zahn, sondern auch auf den Kiefer. Der Zahn ist im Kiefer nicht fest verwachsen, sondern ist eigentlich, der steckt in einem Zahnfach drin und ist da aufgehängt an sogenannten Sharpeischen Fasern. Also an elastischen Fasern ist der Zahn aufgehängt. Und er ist dafür gedacht, dass er gewisse Beweglichkeit hat, also dass er beim Kauen nachgibt, damit er eben gewissen Druck abfedern kann. Wenn der Druck aber zu stark wird, wie es beim Knirschen der Fall ist, dann überträgt sich der Druck auch auf den Kiefer und das bewirkt, dass der Kiefer abgebaut wird. In dem Moment, wo Druck auf Knochen kommt, wird an der Stelle der Knochen abgebaut und ihr habt hier das Problem, dass der Druck auch nicht konstant ist, also nicht kontinuierlich in eine Richtung, sondern ihr habt Druck, dann habt ihr tagsüber, wenn ihr nicht knirscht, wieder keinen, dann ist da wieder Druck und hin und her und hin und her. Und das ist extrem schädlich für den Kiefer und bewirkt, dass, ja, ich drücke es jetzt erstmal ein bisschen kompliziert aus, erkläre aber gleich, was ich meine. Es bewirkt, dass der pH-Spalt erweitert wird. Was ist der pH-Spalt? Ich habe euch ja gerade erklärt, dass der Zahn in diesem Zahnfach aufgehängt ist. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass ein Spalt zwischen dem Kiefer und dem Zahn ist, also der Zahnwurzel. Ja, da ist ein Spalt zwischen. Und in diesem Spalt sind Fasern, sharpeische Fasern, wo der Zahn aufgehängt ist. Das heißt, der Spalt ist natürlich. Aber in dem Moment, wo ihr knirscht, vergrößert sich der Spalt. So, was ergeben sich daraus für weitere Folgen? Die Zähne können extrem kälteempfindlich werden. Dadurch, dass die Schutzschicht, also der Schmelz, weg ist und jetzt das Dentin freiliegt. Das Dentin leitet die Kälte deutlich stärker an den Nerven weiter als der Schmelz. Also Schmelz ist, ja, die Schutzschicht des Zahnes und wenn die fehlt, dann sind die Zähne kälteempfindlicher und auch dadurch, dass der pH-Spalt erweitert ist, ja, kann eher
die Wurzeloberfläche angegriffen werden. Also wenn ihr dann was Kaltes esst, kann das auch an die Wurzeloberfläche kommen und auch die ist kälteempfindlicher als der Zahnschmelz. Der Zahn kann sich lockern. Also wenn das Fach einfach größer wird, an dem der Zahn aufgehängt ist, dann kann der Zahn locker werden. Was kann noch passieren? Es kann auch sein, dass sich euer Zahnfleisch zurückzieht, auch durch diesen Druck, der auf die Zähne und auf den Kiefer ausgeübt wird, kriegt eben auch das Zahnfleisch Druck ab. Es kann sein, dass es sich zurückzieht und ihr damit freiliegende Zahnhälse bekommt. Und das kennt ihr wahrscheinlich oder habt das schon mal gehört, dass freiliegende Zahnhälse eben auch kälteempfindlicher sind. Und ja, das liegt eben auch einfach daran, dass die Wurzeloberfläche dann freiliegt und die Wurzeloberfläche eben nicht von Schmelz bedeckt ist. Weitere Folgen, und das haben nicht alle Menschen, sind Schmerzen. Also bei manchen Menschen ist es einfach so, da stelle ich als Zahnärztin fest, dass der Patient mit den Zähnen knirscht, weil ich sehe an den Zähnen, dass geknirscht wird. Der Patient selbst merkt es aber gar nicht, das kann sein. Dann gibt es die Gruppe von Patienten, die selbst nicht bemerkt, dass sie knirscht, wo aber der Partner weiß und dem Patienten sagt, dass er knirscht, weil der Partner zum Beispiel nachts davon wach wird oder es eben einfach hört. Dann wissen die Patienten selbst nicht oder bemerken selbst nicht, dass sie knirschen, aber ja, der Partner sagt das ihnen. Und dann gibt es die dritte Gruppe von Patienten, die selbst merken, dass sie knirschen, weil sie schon Probleme haben, weil sie zum Beispiel Schmerzen haben in der Kaumuskulatur, Schmerzen haben im Kiefergelenk oder ein Kiefergelenk knacken. Also das sind auch weitere Folgen. Es kann auch sein, dass die Zähne wehtun, es kann sein, dass ja, die Ohren wehtun, es kann sein, dass Kopfschmerzen kommen. Das sind alles Folgen vom Zähneknirschen oder können Folgen vom Zähneknirschen sein. Ja, und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, dass ich euch helfen konnte, weil das ist wirklich ein Problem, was so viele Leute haben. Und darum war es mir ganz, ganz wichtig, das euch einmal zu erklären und zu zeigen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch. Ich würde mich riesig drüber freuen. Teilt das Video, zeigt es anderen, die auch Probleme mit dem Zähneknirschen haben, weil das Thema ist so allumfassend. Also es betrifft fast jeden oder auf jeden Fall ganz, 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 ganz viele. Also teilt das Video mit welchen, die das gleiche Problem haben, zeigt es ihnen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal, drückt auch gerne auf die Glocke, dass ihr immer benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video hochgeladen wird von mir. Und dann, ja, freue ich mich ganz doll, euch im nächsten Video wiederzusehen. Also, bis dann. Ciao.